Ja, ich glaube, ihr seht's. Ich bin tatsächlich mal der Idee näher getreten, mir einen Beamer zuzulegen. Sowas geistert ja seit ewigen Zeiten bei mir im Kopf herum, aber irgendwie kommt man ja doch nicht dazu. Ja, und jetzt habe ich festgestellt, mit meinen alten Augen beim American Football gucken, wird der Ball immer kleiner und die Kameraführung immer hektischer. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt wird's Zeit, das mal auszuprobieren. Was soll ich dazu sagen, bevor ich zu irgendwelchen Details über den Beamer komme? Erzähle ich erstens, ja, die Leinwand hinter mir ist ganze 2,40 Meter vom Beamer, von der Linse weg. Das ist ungefähr also die Größe, die schon nach 2,40 Meter ist. Und die Leinwand ist nicht weiß, nein, sie ist cremefarben, weil geizzerfressen wie ich bin, habe ich einfach ein Rollo genommen erstmal. Ne? Ja, mehr Platz ist hier im Moment nicht als die 2,40, also sind es 2,40. Kauf und Erwerb. Ich habe es über Amazon versucht, die wollen mein Geld nicht haben. Leider können wir von ihrem Konto nicht abbuchen, wir wissen nicht warum. Wir sind nicht für sie erreichbar, also Pech gehabt, bin ich zu eBay gegangen. Da geht's komischerweise, da gibt es nämlich PayPal. Amazon hat kein PayPal, weil das gehört eBay. Ha, dumm gelaufen. So, ich habe mich natürlich erstmal wieder schlau gemacht, bevor ich irgendwie losgelegt habe und sagte, ha, jetzt kaufe ich mir irgendeinen Beamer. Muss ich erstmal rausfinden, ja, was gibt's denn, ja, was ist denn und was kostet wie viel Geld und wie gut und wie viel Lumen und was für Systeme und sollen wir es eigentlich nicht lieber gleich lassen und so weiter. Und ja, auf ein paar Dinge muss man tatsächlich achten. Erstens und eigentlich einzigens die Auflösung, weil den Begriff Full HD fähig oder Ready for 1080p. Das heißt auf Hochdeutsch, er kann keine 1080p. Das ist genau wie damals mit HD-Ready bei den Fernsehern. Das hieß damals dann auch, er kann kein HD. Er kann zwar das Input-Signal verarbeiten, kann es aber nicht wiedergeben. Also sucht unbedingt nach einem Beamer, der als native Auflösung 1080p kann oder Full HD. Weil das ist dann halt, ne? Das kann er tatsächlich. Ja, nun. Wenn ihr jetzt dann irgendetwas an die Wand werft, dann hat das nicht zwingend diese Auflösung. Mein Fernsehprogramm zum Beispiel, nur die HD-Sender können 1080p. Die anderen sind noch bei der normalen HD-Auflösung, nämlich bei 1240 x 720. Genau, und der Beamer kann schließlich nicht mehr senden, als das Empfangsteil ihm liefert. Kriegt er natürlich auch in Fullscreen hin und geht auch. Also für meine Football-Geschichten reicht das lang und schlapp. Das ist ja das Wichtigste. Jetzt habe ich gerade irgendeinen Trailer von YouTube downgeloadet. Ist also so ein offizieller, wir machen unseren Film bekannt, da gibt es auch keine rechte Probleme. Und der ist in Full HD aufgelöst. Also angeblich ist er in Full HD. Ne? Und jetzt kommt er hier auch in Full HD wieder raus. Den Ton habe ich logischerweise im Moment abgedreht. Ja, was haben sie alle? Sie haben alle eine Fernbedienung. Sie können eigentlich alles. Der eine besser, der andere weniger gut. Sie haben alle eine Höhenverstellung und wenn ihr hinter mir mal guckt, seht ihr, dass das Bild unten etwas schmaler ist. Das ist Absicht in diesem Falle. Denn auf der Rückseite einen Hebel, mit dem kann man Keystone einstellen oder auch die Trapezverstellung. Wenn man nämlich eine gerade Leinwand an der Wand hat und guckt schräg von unten, dann kann man das so einstellen, dass das Bild virtuell leicht nach vorne gekippt ist. Das habe ich hier gemacht. Weil ich stehe hier auf einer Trittleiter. Ich habe hier eine relativ hohe Decke und deswegen stehe ich auch ganz schön hoch jetzt. Die Bilddiagonale habe ich noch gar nicht nachgemessen. Vielleicht soll ich das mal eben tun. Dann würde ich sagen, stecke ich mal die Fernbedienung in den Gürtel und hange mich hier rüber. Ich habe nämlich hier irgendwo ein Metermaß immer hängen. Ja, dieser Meter ist das Maß von allem. Also es ist definitiv größer als 1,50. Als Diagonale, ne? 1,50 Meter wohlgemerkt. Mein Fernseher ist, ich glaube, 84 oder 86 Zoll Bildschirmdiagonale. Und der ist ungefähr, also er nimmt ungefähr ein Drittel dieser Fläche ein. Das Ganze ist also schon erheblich größer. Was fällt einem auf beim, ich bin ja noch beim Kauf, entschuldigt Leute. Ich habe jetzt bezahlt ungefähr 230 Euro inklusive Porto von einem deutschen Händler. Weil viele, viele Händler, auch gerade bei Amazon, sitzen in China. Klar ist der Beamer nicht übermorgen da, sondern in 6 Wochen und kostet praktisch dasselbe. Also habe ich mir einen gesucht hier in Deutschland, dem ich dann auch ins Gesicht springen kann.
technische Details. Es gibt im Wesentlichen etwas, das nennt sich LED. Es gibt etwas, das nennt LCD. Es gibt noch ein drittes, wo ich die drei Buchstaben nicht mehr zusammenkriege. Alle haben sie ihre Vor- und Nachteile. Lest es selber nach. Bin kein Profi für sowas und will es auch schon schnell keiner werden. Farbe, Wiedergabe. Also ihr seht es ja hinter mir. Das ist okay. Der Beamer, den ich jetzt habe, der hat ungefähr 6000 Ansilumen. Wie viel davon gelogen ist, weiß natürlich kein Mensch. Bildschärfe finde ich eigentlich absolut ausreichend. Die Dinger haben eine bildscharfen Verdrehung. Was ich noch machen muss, mal abgesehen davon, dass ich eine weiße statt einer cremefarbenen Leinwand haben müsste, ist, dass ich den Beamer ein Stück höher setze, damit der Beamer-Mittelpunkt genau mit dem Mittelpunkt übereinstimmt. Weil man merkt, unten ist es ein bisschen unscharf, oben ist es ein bisschen unscharf und in der Mitte ist es gestochen scharf, weil unterschiedliche Entfernungen. Und auf diese kurze Distanz merkt man das halt. Das heißt, wählt die Position des Beamers weise, dann gibt es auch keine Probleme mit der Schärfe. Ich werde ihn einfach ein Stück höher an die Wand montieren. Fernbedienung, wie gesagt, ist dabei. Lüftergeräusch ist präsent, ist wahrnehmbar. Finde ich aber nicht so tragisch, weil erstens, wer es wirklich leise haben will, kann sich mit einem drüber gestülpten Pappkarton und natürlich ein paar Luftöffnungen und vielleicht auch eine Lichtöffnung, wo wir schon dabei sind, ein bisschen behelfen. Aber vor allen Dingen denke ich mir, wer sich die Mühe macht, einen Beamer anzuwerfen, die Leinwand runterzufahren und so weiter, ich glaube, jetzt sind, das sehe ich zumindest an der Kamera, geht es automatisch weiter? Ja, ich glaube, es geht automatisch weiter. Sehr praktisch. Im Moment läuft es, wie gesagt, von einer Karte. Hinten dran sind übrigens zwei HDMI-Eingänge und zwei USB-Eingänge und ein, ich glaube, VGA-Eingang wie heißt das noch? Dieser vierpolige Stecker mit den Cinch-Eingängen dran, also für die alten Kameras, das geht auch noch. Schärfe hatte ich. Ja, wenn man zurückwechselt auf den Fernseher, fällt einem erstens auf, boah, ist das Bild hell, boah, ist das Bild scharf und boah, ist das Bild klein, sehr winzig. Ist natürlich klar, ne? Je kleiner das Bild, desto heller ist es und desto schärfer ist es. Weil, wenn man es vergrößert, sieht man ja überhaupt erst die Probleme. Wenn man also da irgendwie ein ordentlich zurechtgemachtes Full-HD-Material reinschickt, da kommt auch was raus, was sich sehr gut ertragen lässt. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gestern zufälligerweise Matrix nochmal im Fernsehen gesehen. Natürlich habe ich die Leinwand runtergefahren. Und das läuft auf Kabel 1, da gibt es keinen HD-Sender für. Das heißt, das war 720p. Sieht trotzdem besser aus als auf dem Fernseher. Allemal. Lautsprecher. Es gibt eingebaute Lautsprecher. Wie auch hier übrigens. Ich habe sie nur gerade ausgeschaltet. Ich kann sie mal spaßeshalber machen. Eine perfect shot. Ja, ne? Das Witzige ist, da dieser Lautsprecher, obwohl er gar nicht so groß ist, direkt an der Wand sitzt, klingt es so, als käme es von hier, weil der Ton wird von der Wand direkt hier rüber geworfen. Wenn man hier steht hingegen, merkt man sehr klar, der Ton kommt von da. So, ja, ihr seht auch im Schatten, dass ich ja ein bisschen seitlich stehe. Ne? So, ist halt so. Wie gesagt, ich stehe auf einer Trittleiter, deswegen habe ich mir auch hier eine Haltestange hingemacht, um hier nicht bei dem Licht und Schatten, die mein Gleichgewichtssinn kräftig ins Gemächt tritt, damit ich nicht einfach von der Leiter purzle. Das wäre voll blöd. So, kommt jetzt der nächste automatisch oder muss ich was unternehmen? Es gibt immer noch automatisch. Sehr gut. Kommt drauf an, wie lange sie das jetzt stehen lassen. Ist ja auch egal. Ist ja nur irgendwie mehr oder weniger rechtefreies Hintergrundgelöre. Ich kann mich an den Namen des Herstellers leider nicht erinnern. Das werde ich aber unten drunter schreiben und Modellnummer. Ihr werdet bei vielen sogenannten Testern bei YouTube werdet ihr feststellen, dass es den Hersteller schon gar nicht mehr gibt und das Modell auch nicht, obwohl das Video gerade erst 3 Monate alt ist oder teilweise auch 2 Monate, weil die legen ja keinen Wert darauf, dass irgendjemand weiß, wer das ist. Dann müssten sie nämlich womöglich Gewährleistung einhalten. Ja, und wenn natürlich die Marke verschwindet, dann gibt es auch keine Gewährleistung. Gleichzeitig sagt das auch viel aus über die Leute, die solche Tests machen, weil das hat natürlich nichts damit zu tun, dass sie eine kleine finanzielle Zuwendung kriegen oder so. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich kriege jedenfalls leider nichts dafür. Ich mache das für lau, weil ich blöd bin. Qualität. Muss ich mir bei der Qualität irgendwas nochmal sagen lassen? Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein billiges Gerät. Man kann das bestimmt nicht irgendwie mit Hochklasse vergleichen. Aber meinen niedrigen Ansprüchen wird das Ding dreimal gerecht. Vollkommen in Ordnung. Und
Also ich muss sagen, es gibt eine Menge Sachen, die ich lieber mit als ohne gucke. Also Spielfilme werden wir künftig ausschließlich über die Leinwand flimmern bei mir. Und nicht so sehr über die Flimmerkiste. Weil der, wenn man jetzt einen genauso großen Monitor haben möchte, den müsste ich mir hier quer über die Couch hängen oder immer runterklappen bei Bedarf, damit er nur einen Meter von meiner Nase weg ist. Das wird sich nicht machen lassen. Das möchte ich auch nicht machen lassen, sonst fällt er auf mich drauf. Garantiert. Aber so ein alltägliches Tagesprogramm, das läuft nach wie vor über den Fernseher. Der hängt nämlich hier hinter der Leinwand. Ja, wenn sie mich irgendwie verfolgen wollen hierfür, dann wird das schwierig, mein Gesicht zu erkennen bei dem Lichtgewitter, das hier auf mich einprasselt. Jetzt ist es dunkelste Schwärze. Ach ja, apropos Schwärze. Es ist jetzt draußen dunkel. Ja, nicht ganz unerwartet. Es ist nachts sehr häufig so. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich kletter jetzt hier von meiner Leiter mal runter. Und kann euch jetzt schon sagen, bei normalem Tageslicht wunderbar zu erkennen. Natürlich nicht so super, wenn es gestochen scharf ist, schwarze Nacht und so. Aber jetzt mache ich mal hier Neonbeleuchtung an. Und zwar volle Kajüte. Ich habe nämlich hier in meinem Häuslein habe ich drei große Neonröhren als Beleuchtung. Und ihr seht, da wird es dann schon ein bisschen schwierig, aber es ist immer noch alles. Guck mal, das ist jetzt normale Stehhöhe ohne eine Apfelsinenkiste, die mir hochhilft hier. So, machen wir gleich wieder aus, weil so sieht es nicht so schön aus wie... So, hoffentlich finde ich es jetzt wieder. Ja. Ich moderiere einfach mal von hier unten weiter. Hier unten stehe ich genauso gut wie da oben. Gibt es überhaupt noch was zu sagen? Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, hält mich das natürlich selten vom Quasseln ab. Aber ich versuche da irgendetwas Sinnvolles zu machen. Ja, ich erinnere sicherheitshalber daran, der hat kein eigenes Empfangsteil für Satellitenfernsehen oder sowas. Doch, ich kann es leider hören. Ich will im Bild sein. Da, im Bilde sozusagen. Also, man muss also, wenn man damit Fernsehen will, muss man irgendwie Satellitenreceiver oder sowas haben mit einem HDMI-Ausgang, damit das hier rüberkommt. Alles andere geht sehr gut über USB-Stick. Ich habe bis jetzt alles... Hat wunderbar funktioniert. Also nicht irgendwie, oh, das Format kenne ich nicht und so ein Schnickschnack, sondern reinstecken, abspulen, los geht's, alles gut. Ja. Ich glaube, mir fällt tatsächlich nichts mehr ein. Das war ein kurzer Blog. Ich habe auch nur 5 von diesen Trailern draufgeladen. Kann gut sein, dass wir sowieso mit durch sind. Ah, ne, einer kommt offensichtlich. Und das ist schon wieder der erste Nummer von vorn. Das kann auch sein. Ich brenne. Kosten habe ich erzählt, Herkunft habe ich erzählt, Kabellage, also bei mir läuft jetzt tatsächlich ein HDMI-Kabel einmal quer über die Decke. Ihr seht, glaube ich, hier, die Kamera fängt es irgendwie, wenn gerade mal Licht ist zumindest. Genau, dann fängt es die Kamera, glaube ich, ja, hier oben an. Also es ragt so ein bisschen ins Kamerabild, nicht ins Beamerbild, aber ins Kamerabild ragt es rein. Es läuft hinter mir vor meiner Fernsehwand mit den Satellitenreceivern und so weiter, läuft es über die Decke bis zum Receiver. Ja. Jetzt wird die Luft wirklich ein bisschen dünn. Mir fällt nichts mehr ein. Das will viel heißen. Da würde ich sagen, ziehe ich mich dezent von hier zurück, arbeite mich hoch und dann sehen wir mal, wie es funktioniert. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht auf den letzten Drücker hier noch die Ohren breche. Also hier runter, dann mit einem Huf auf die Couch, dabei nicht runterfallen, am Stativ sich festhaltend. Einen großen Schatten werfend. Hallo, hier bin ich. Und jetzt drücke ich den großen bösen Knopf, auf dem aussteht. Wenn ich ihn finde im Dunkeln. Ah, ich glaube, das ist er.